Adafruit, was machst du mit meinem Handy? Oh, verzeihen. Ich verstehe nicht. Gib's halt her. Oh, natürlich. Wie heißt dieses Wunderding, sagte dir? Ach, der spinnt. Lass uns mal schnell abhauen. Nee, warte mal. Was bist du denn für ein Vogel? Vogel? Nur weil ich Federn trage, haltet ihr mich doch wohl nicht für einen Vogel. Ich bin ein Mensch, wie ihr. Getauft auf den Namen Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Genannt Wolfgang Amade. Einfacher Wolfgang Mozart. Nee, ist klar. Und ich bin die Kaiserin von Österreich. Mich dünkt ihr beliebt, mit mir zu scherzen. Kaiserin Maria Theresa würde niemals... Ja, jetzt reicht's. Lass uns endlich los. Wir haben gleich Englisch. Bevor ihr geht, sagt mir doch bitte, wo ich hier bin und wie ich zu meinem Kutscher komme. Komm halt erstmal mit. Hey, komm mit, hier geht's lang. Komm schon, hier geht's lang. Was ist das denn für ein Affe? Hey Leute, schaut euch mal den Second-Hand-Freak an. Da müsste mal ordentlich abgestaut werden. Aber mit einem richtig fetten Federwedler. Lieber mit dem Cabrio durch die Waschanlage. Ist das euer Ernst? Ihr macht jemand anderen runter, nur weil er anders aussieht oder anders spricht als ihr? Sehr lustig, Leon. Lustiger als du. Wollten wir uns in der Schule nicht mit Respekt begegnen? Jule, hörst du mir überhaupt zu? Hm? Wie würdest du dich fühlen? Wärst du die größte Lachnummer der ganzen Schule? Im Ausgelacht werden bist du doch hier die Expertin. Haben wir nicht gelernt, über die ganzen Jahre uns mit Respekt zu behandeln? Ich finde, das haben wir und wir könnten das auch zeigen. Wen solche Lehren nicht erfreuen, verdient nicht, ein Mensch zu sein. Ich meine, wenn er sich für Mozart hält, sollten wir es doch dabei belassen. Wir wissen ja nicht, was seine Vorgeschichte ist. Hey, schalt mal einen Gang runter. Der Typ ist doch scheißegal. Aber da hast du das halbe Klo mit dir rumschleppst, ist schon voll lustig. Mensch, stört es dich gar nicht, dass sie dich alle so angestarrt haben? An die Blicke der Menschen bin ich gewöhnt. Schon als kleines Kind bin ich vor großem und erlauchtem Publikum aufgetreten. Die Bewunderung einiger war mir stets sicher, während andere mir meinen Erfolg neideten oder mich aus anderen Gründen missachteten. Das schert mich nicht. Aber was ist mit ihm? Er scheint verliebt in diese Musikmaschine. Es tut mir leid, sollte ich eure Gefühle verletzen. Mann, hör auf zu schwafeln. Das nervt. Red doch nicht immer so geschwollen. Oh Graf, vom Wildsau zu Arsch. Ich kann auch anders, wenn der Ton genehmer ist. Du Freak. Und jetzt lass er mich noch einmal das Bild sehen. Nein, das geht dich gar nichts an. Oh doch, ich glaube, die Dame auf dem Bild erkannt zu haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Herren in ihrem Umfeld eine Heirat zwischen euch dulden würden. Heirat? Ich finde sie einfach cool, aber Heirat? Du bist dann nicht mehr ganz dicht. Ah, ich glaube, ich verstehe. Wie gut, dass ich euch hier antreffe. Achtung, Freak-Alarm, da ist er wieder. Ich glaube, ich habe euer Bildnis auf der Musikmaschine eines Verehrers gefunden, dem ich auf die Sprünge zu helfen gedenke. Was? Sag mal, geht's noch? Lasst mich erst mal sehen, ob ihr es wirklich seid. Augen blau, Haare blond,
Haare blond. Lippen rot. Ey, was machst du da, du Idiot? Verzeiht, ihr seid es doch nicht. Doch. Nein, die Frau auf dem Bild hatte weder Hände noch Füße. Ihr hingegen besitzt sogar jeweils zwei. So ein Vollpfosten. So wie verabredet schreiben wir heute den Test jetzt zum Mozarts Kanon Donna Nox. Ihr habt die Aufgabenzettel jetzt bei euch liegen. Ihr habt 30 Minuten Zeit. Viel Erfolg. Und los. Was ist denn mit euch da hinten los? Setzt euch sofort wieder hin! Kannst du bitte mal weggehen? Es tut mir leid, es war eine Biene. Eine Biene? Ja, eine Biene. Das ist nicht mein Text. Da muss hin, schlaf, halt gesund und reck den Arsch zum Mund. Boah, John, sag du mal, soll mal leise sein. Bonanox, bist ein rechter Ochs. Ey. Geht's dir gut, Finn? Ja. Juckt's? Ja. Bonanotte, liebe Lotte, Bonnui, pfui pfui. Entschuldigung, ich hab aus Versehen was über Beethoven statt über Mozart geschrieben. Good night, heute müssen wir noch weiter. Hey! Hey! Ja, Mann! Die machen so was! Gute Nacht, scheiß Bett, das krass. Geh runter, Mann! Mann, Mozart! Man kann sich doch nicht so konzentrieren bei diesem Lärm. Wenn es jetzt wirklich endlich noch ein bisschen ruhiger wird, ja, dann sammle ich die Tests ein, dann gibt's für jeden eine 6. Schlaf, fein, gesund und reck den Arsch zum Mund. So, jetzt reicht es. Ich sammle die Tests jetzt ein. Jetzt wird hier absolute Stille herrschen. Ich wollte mal fragen, ob wir uns eventuell mal treffen könnten. Also wegen dem Referat natürlich. Über Mozart. Vielleicht morgen? Ich dachte nur, weil vielleicht kannst du uns ja helfen. Warum hast du nichts gesagt? Vielen Dank. Ich kann auch schweigen, das wolltet ihr doch. Ach, wo bleibt ihr denn? Wir haben Probe fürs Konzert. Oh. Pass mal auf, du Freak. Noch so nochmal wie in der Klausur eben und ich schmack dich fertig. Das wird eure unterirdischen Leistungen nicht verbessern. Jetzt mal ganz ruhig, Alter. Bitte? Du hast schon verstanden. Außerdem lässt du die Finger von Jule. Oh, glaubt mir, werte Herren. Eure Heulde, Pamina. Hey, du findest dich wohl besonders lustig. Verpiss dich, oder du kannst an meiner Faust riechen. Hast du mich verstanden? La la la.
la 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 la. Thank you.